Hallo und guten Tag. Willkommen zum Video Praktische Aspekte bei Ernährungsproblemen bei Demenz Teil 2. Wir werden uns in diesem Video dem Thema Fingerfood, Eat by Walking Stationen und neue Methoden der Appetitstimulation widmen. Unter Fingerfood werden kleine Häppchen verstanden, die prinzipiell mit den Fingern leicht gegessen werden können. Das heißt, wenn beim Betroffenen Schwierigkeiten im Umgang mit Besteck besteht, kann hier auch ein gewisser Grad an Selbstständigkeit erhalten werden. Zusätzlich führt dieses mit den Händen greifen und zum Mund führen auch eine Anregung der Sinne. Die Umsetzung von Fingerfood ist für viele Speisen möglich, besonders über den Tag verteilt, zum Beispiel als Zwischenmahlzeiten gereicht. Besonders gut geeignet sind hier Fingerfood zum Beispiel beim Frühstück oder beim Abendessen, da wir das auch kulturell gewohnt sind, auch zum Frühstück mal etwas mit den Fingern zu essen oder auch beim Abendessen. Auch ist es so, dass süßes Fingerfood eher akzeptiert wird als zum Beispiel deftiges Fingerfood. Auch das hat einen kulturellen Hintergrund, da bei uns einige Lebensmittel oder einige Speisen als süßes Fingerfood gereicht werden. Prinzipiell sollte Fingerfood nicht mehr als wie 1 bis 2 Bissen groß sein. Idealerweise hat es eine längliche Form. Es soll gut greifbar sein, es darf nicht bröselig sein, auch nicht zu klebrig, leicht zu kauen und idealerweise auch gut zu schlucken. Unter anderem eignen sich hier stichfeste Aufläufe, zum Beispiel Quiche in Stücken oder auch kleinere Laibchen aus Fleisch und Fisch für die Eiweißportion oder auch aus Gemüse und wenn es vom Schlucken her möglich ist, auch Grießschnitten oder eben Fruchtriegel. Beim Eat by Walking werden nun diese Fingerfood bzw. diese kleinen mundgroßen Häppchen in buffetähnlicher Form zum Beispiel am Gang für die Bewohnerinnen bereitgestellt. Und hier können nun Demenzerkrankte, die umherwandern und sehr viel auf den Beinen sind, dieses Fingerfood ohne Besteck und ohne Animation durch die Betreuungsperson selbstständig aufnehmen und essen. Dies stellt in gewisser Weise auch eine Alltagserleichterung dar. Es gibt kein Drängen für die Betroffenen zum Essen und es besteht auch ein gewisser Erhalt der Selbstständigkeit. Jedoch muss man bei der Umsetzung dieser Imbissstationen auch bestimmte Rahmenbedingungen beachten. Das heißt, hier auf eine besondere Hygiene ist zu achten, auch auf einen leichten Transport der Speisen, nicht zu viel anbieten, das heißt, die Mengen sollten überschaubar bleiben und auch regelmäßig ausgetauscht werden, sollte nicht alles verzehrt werden. Prinzipiell ist es so, dass mangelnder Appetit ja zu einer Entwicklung einer Mangelernährung beitragen kann und Mangelernährung eben weitreichende Folgen für den Ernährungs- und Gesundheitszustand des Betroffenen hat. Deshalb spielt auch hier die Appetitstimulation einen wichtigen Baustein in der Therapie der Mangelernährung. Und diese Appetitstimulation kann mit verschiedensten Methoden erfolgen, wobei dazu gesagt werden muss, dass dies zu einer normalen Kost, die das Ziel hat, die Person auch entsprechend mit Nährstoffen zu versorgen, hier abgegrenzt werden muss. Also hier ist das Ziel vor allem, dass mehr Geschmacksstimulation, Geruch, Aromenerlebnisse passieren und damit sozusagen der Appetit auch wieder stimuliert wird. Eingesetzt werden können zum Beispiel Aromasprays, Schäume, Espumas, also Schäume, die aus der Siphonflasche kommen, selbstgemachte Eissticks oder auch Gele in verschiedenster Form. Und diese sind auch für Dysphagie-Betroffene gut geeignet. Wenn wir uns nun die einzelnen Darreichungsformen im Detail ansehen wollen, so ist es so, dass bei Aromasprays hier diese die Wirkung vor allem über die Stimulation, über das Riechen erreichen. Das heißt, wenn eben zum Beispiel Kräuter oder intensive Gewürze oder flüchtige Aromen wie zum Beispiel Zimt, Vanille oder auch Thymian in die Umgebungsluft gespräht werden, dann kann dies sozusagen über das Riechen eine Stimulation erreichen. Bei Schäumen erfolgt die Stimulation über die Geschmacksrezeptoren, das heißt über den Mundraum. Und diese Schäume werden prinzipiell mit einem Emulgator aufgeschlagen und hier können Geschmacksstoffe wie zum Beispiel saure, wie zum Beispiel Zitrone oder eben auch Kräuter, wie zum Beispiel Thymian, sehr gut für diese Stimulation verwendet werden. Bei den Espumas, die eben Schäume sind, die aus der Siphonflasche kommen, hier wird über Geschmacks- und Riechrezeptoren auch stimuliert und hier können sehr viele verschiedene Geschmacks- und Duftstoffe eingesetzt werden. Hier eignen sich besonders gut Pilze zum Beispiel, die es ein sehr intensives Aroma mitbringen oder auch Zitrone.
Selbstgemachte Eissticks, die bringen hier die Stimulation mit über Geschmacksstoffe und auch über die Temperatur. Das heißt, das Schmelzen im Mund kann hier eine Stimulation erzeugen. Auch hier ist bekannt, dass vor allem süße Eissticks hier besonders beliebt sind. Herzhafte Eissticks, wie zum Beispiel aus Suppen, sind ebenfalls möglich, aber sind von der Akzeptanz her nicht besonders ausgeprägt. Und auch selbst hergestellte Gele, das heißt, wenn Flüssigkeiten mit Verdickungsmittel oder mit Geliermittel fest werden, kann hier eine Stimulation einerseits über den Geschmack und andererseits auch über die Textur, das heißt beim Zusammenpressen zwischen Gaumen und Zunge, erreicht werden. Hier sind noch zwei praktische Beispiele für diese mit neuen Methoden der Appetitstimulation. Hier ein Espuma, das heißt der Schaum, der aus der Siphonflasche kommt. Der eignet sich ganz besonders für die Garnierung, das heißt bei der Hauptspeise kann so ein kleines Schaumhäubchen verwendet werden. Hier kann ein deftiger Espuma verwendet werden, zum Beispiel aus Pilzen oder eben bei der Nachspeise als Garnierung, zum Beispiel ein Zitronen-Espuma. Und ein anderes Beispiel bilden die Gele, wo Flüssiges über Geliermittel wie zum Beispiel Agar-Agar, Gelan oder Gelatine fest werden. Auch hier ist es möglich, ganz besonders süße Gele herzustellen, zum Beispiel aus Fruchtsäften oder eben auch herzhafte Gele aus Suppen sind ebenfalls möglich, wobei die Akzeptanz hier auch eher gering ist.